Play-Button, kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Kennen Sie zufällig einen gewissen Loki? Loki? Meinen Sie damit den Gott Loki? Nordische Mythologie, Thor. Sagt Ihnen das was, Thor und Loki? Erkennen Sie die Comicbücher? Gibt es ja auch Hollywood-Verfilmungen. Nicht so Loki ist so der nordische Gott des Bösen. Der gerne ich bin kein Experte. Das ist das, was ich über Loki mache. Ich bin auch kein Experte über nordische Mythologie, aber Loki ist sozusagen das Böse, das das Welt in den Weltuntergang treiben will. Wo geht es denn hier weiter? Wie gesagt, Sie können entweder in die Halle 8 zu Electronic Arts gehen oder zur Halle 10 zu Microsoft. Ich lege meine Hände in das Schicksal. Das gibt's. Jinx ist immer dabei? Jinx ist noch dabei. Eingeschlagen, es ist ein bisschen. Nachdem wir Halle 10 also wieder zurückkommen ist, ein bisschen zu kritisch ist mit der Horde, die rollend. Ja, ja. Dann, aber es ist Halle 5, was ich ja. Also ich habe ja wirklich Halle 5 stehen. Vielleicht ist deine Karte ja nicht ganz korrekt. Wir haben sie nur von dem zu einer Leiche gefunden. Genau. Gut, ich würde trotzdem gerne Richtung die E wandern. Gut, also er geht Richtung Halle 8. Halle ist halt großer Electronic Arts, wie die anderen Hallen, halt nur ein großer Electronic Arts Stand, viele Stände um Battlefield, um Jay, alle möglichen Spiele, Need for Speed. Und es sind auch wieder Wachen da, jede Menge Soldaten, die einen Stand von Crysis beschützen, sind auch so Crysis-Nanotypen da. Und ihr seht schon, da ist eine Vitrine dahinter, wo sich eben ein goldenes Lenkrad befindet. Ich würde gerne einen Kampf aus dem Weg gehen, dass das möglich ist. Ich sag dir gleich, wie das anstehen wird. Ihr habt einen sehr begabten Magier bei euch, der es vielleicht schaffen könnte, den Kampf zu umgehen. Jinx also sagt auch, dass sie... Ich wäre auch lieber dafür, dass wir nicht kämpfen. Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Und Munitionsvorräte werden auch knapp. Ich kenne diese Typen, diese Söldner. Ganz üble Typen. Die sind hardcore. Ja, Überredungszauber. Der Soldat sperrt mal was ab. Es ist aber eine große Gruppe, es sind 5 Leute. Okay, 5 Leute. Das ist ein bisschen unsichtbar und... Und Langfinger. Schlussknacken? Hast du Langfinger? Hast du. Aber nicht der Spezialfähigkeit. Glück habe ich natürlich viel. Du konntest versuchen, mich zu verzaubern. Ja. Und ich mit Schlussknacken 5. Nein. So, das wird aber vielleicht nicht reichen. Wir brauchen hier sogar noch. Also, meiner Erfahrung nach mit diesen Typen, ich sag das natürlich. Vielleicht bräuchten wir sogar vielleicht auch mal ein Lenkungsmenü oder so ein kleines Feuer. Das würde, glaube ich. Jinx! Seh dich aus, keine Maus, mach dich nackig. Nur über deine Kackleiche, niemals. Bitte überreden. Ich wollte doch nicht hochstoppen. Oh Mann, du sollst jugendfrei werden. Gut. Ja, Jinx macht sich nackig, 4 über. Also, Jinx macht sich locker. Denn sie hat eh schon fast nichts anderes. Also, die fassen sie sitzen noch weniger. Sie macht halt. Ja. Ah, okay. Bist da was runtergefallen? dann würfel mal Verzauberung bei ihm. Aber Jinx zieht schon mal das Top aus. Ja, 11, 12. 11, 12 und voll Magie. Ja, okay, also 2 Runden ist er jetzt mal versteckt. Du bist. Ich stelle hier noch ein paar Soldaten hin. Ja, wo ich Tank habe. Wie viele Soldaten haben wir denn? 5 fast zurück. 5, ja, meine vorne haben wir. So, dann gibt es ja noch 3. Das sind die Feinde. Die baut noch ein Gar. Doch, das ist.
ich stehe da mal so rum hier. Der Ball ist einfach schon dort. Das sind nur wieder viele. Ja, egal, ich glaube, man sieht sie eh, wenn der Ding ist. Dann zoomt man sich. So. Gut. Also, du schleichst dich. Und so, wenn wir das jetzt auch nicht machen. Oh nein, das ist doch das. Ich finde das gerade cool. Ich finde das toll, wenn das funktioniert. Ja, und Lego. Ich weiß nicht, wie viel Lego haben. Ja, ich weiß. So, fertig? Ja. So, also, du schleichst dich. Angel ist da vorbei. Bitte mal einen Wurf. 17, 13, 12. Ja, also du machst ein bisschen Lärm, schlägst ein, zwei Dosen um. Der Daten dreht sich um und dann tritt Jinx vor sie. Hallo. Du jetzt fotografieren. Hallo. Ja, das ist Jinx, Jinx sagt dann was. Also Jinx hat das, ist topless unterwegs. Wow, okay. Die Soldaten schauen sie zwar an, aber von den fünf ist eigentlich nur einer abgelenkt. Wie kann man nur einer abgelenkt sein? Sind die ohne Stroh oder was? Warum liegt hier eigentlich Stroh? Also der eine geht auch ein bisschen näher zu Jinx hin, aber die anderen wundern sich eher, sind sehr treue Soldaten und wissen halt, okay, das ist irgendwas, ein bisschen Humor wieder. Irgendwas stimmt da nicht wirklich. Vielleicht, man weiß. So. Du machst mir jetzt bitte nochmal einen Glückswurf. Ja, wahre Männer, hey, gut. Oho. Das hätte man genießt und schweigen. Ja. 19, 16 und 11. 4. 3. 3. Ja, einer weiter von dort schaut sich so Jinx um und du kannst dich unbemerkt zum Tresor schleichen. Ja, ja, ja. Merkst aber langsam, der Zauber hält nicht mehr so lange. Ja, ich würde gerne Schluss machen. Dann mach bitte wieder 5. Das ist verkackt, ey. Also jetzt verkackt oder nicht verkackt? Wir verkacken. Junge. Shit. Oh shit. Was hast du? Einen. Einen, okay, warte. Kommt, mal schauen, ob die Alarmanlage losgeht. Die Alarmanlage geht nicht los. Ihr bricht zwar der Dietrich ab, aber es ist jetzt kein Alarm. Du kannst nochmal das Schloss knacken. Zwei. Du hast Glück, dass das Schloss nicht gut gesichert ist. Dass geht auf, knackst nur ein bisschen. Soldaten schauen sich um und du kriegst ganz schnell das Lenkrad in deine, unter deinen Mantel. Und die Soldaten bemerken aber, dass das Ding weg ist und fangen halt an, Alarm zu schreien und rumzulaufen und zu fluchen, dass das Lenkrad eben weg ist. Zwei laufen Jinx nach, weil sie halt schon merken, okay, die wird irgendwas damit zu tun haben. Und ja, gut, dass er das was anderes bringt. Ja, du, mach mir bitte noch einen Wurf. Auf Laufen? Auf Glück. 17, 11, 13 und 16. Du kommst und 6 weg. Auf Glück. Du kommst weg und Jinx schafft es auch, die Leute abzuhängen. Heißt, ihr habt das Lenkrad erbeutet. Das ist jetzt auch in eurem Besitz und ihr seid alle rausgekommen, ohne zu kämpfen. Ich mal Kamera hin. Und landet halt jetzt zufällig genau in der Microsoft-Halle, Halle 5. Über Umwege, weil ihr halt rennen musstet, was ist. Was sollst du, du bist schwarz, ich kann nicht schon immer. Das sind die Alten noch, da waren sie einfach nur schwarz, das billige war wahrscheinlich für Lego. Die haben alle fast nur schwarze Helme. Schau. So. Ja. Gut, ihr seid in der nächsten Halle. Jawohl.
habe das Lenkrad. Ja, das haben wir Lenkrad und Schwert. Genau. Ihr seid jetzt in der Microsoft-Halle, ihr seht halt einen sehr großen Minecraft-Fanblock. Alles besteht nur so aus Klötzchen. Es ist ja so eine richtig schöne Landschaft abgebildet mit Bäumen. Microsoft oder Minecraft? Minecraft. Oh. Könnt ihr Microsoft inzwischen? Oh, das ist nicht gut. Das ist über ein Jahr, dass ich das gekauft habe. Das 6,1 keine Ahnung, wie viel, ich glaube 6 Milliarden oder so ist verkauft worden. Und der Microsoft dazwischen. Ganz viele, alles schaut aus wie Minecraft-Klötzchenartig, so Meterklötzchen, Steine, Berge, Flüsse. Jetzt schalte mir die Kacke in die Doktor, das kann ich ja nicht sehen. Da habe ich welche Ladies schreiben, was soll ich den Chips da verwenden? Meine Lady sucht gerade einen Schraubenzieher. Ein Schlitzschraubenzieher, was soll ich machen? Kästchen, Schafe und so rennen rum. Das ist zuerst bei WC's und Schraubenzieher, was hattest du? Und ihr seht halt jede Menge Minecraft und Microsoft-Fans, die in Microsoft oder Minecraft-Shirts und diesen, teilweise mit diesen kantigen Helmen und diesen kantigen Spitzhacken. Mit Mac-iPads gerade Apple-Jünger verprügeln, die sie zusammengetrieben haben. Die halt schon am Boden liegen und die sind ziemlich abgelenkt. Das ist aber auch eine Six-Mann-Gruppe, die da eben die Apple-Leute, die unbewaffnet sind und die jetzt sich anscheinend auch nicht in irgendwie Spielfiguren verwandelt haben, da wirklich verprügeln. Auch mit ihren Spitzhacken. Boah. Das sind ja dann auch ein bisschen noch zum Beispiel, wenn man schon langsam verrottet. Also, die sind abgelenkt und hinten auf einem kleineren Berg seht ihr eben eine größere, echt goldene Figur des Master Chiefs mit goldenen Helm. Okay. Die Kleid ist dann abgehängt mit dem Prügeln. Die prügeln immer noch fröhlich auf die Apple-Jünger ein, die halt am Boden liegen, aber es wird halt denen auch schon langsam ein bisschen langweilig und die werden sicher nicht. Die überlegen gerade, ob sie ein Obsidian-Gefängnis für die brauchen. Ja. Kann man sie mit der unterhalten? Sind das, Ja, Help, oder? Bestimmt Microsoft-Jünger. Also, ihr könnt natürlich versuchen, mit denen Kontakt aufzunehmen. Ich würde gerne Kontakt aufnehmen. So, da geht dann die Gruppe heran. Die bemerkt mich natürlich. Hey, da ist noch einer von denen. Stürzen halt auf dich zu. Einer hält dir gerade so ein Kristallschwert hin und fragt halt so: Was ist das beste Betriebssystem der Welt? Windows. Zeigst dringend das Windows Phone. Ah, Windows Phone, Jose. Das ist ein Jünger. Er legt die Hand so auf die Schulter und sagt: Es freut uns, noch mehr Jünger von Microsoft zu treffen. Wir brauchen, um die Verstärkung unserer Armee aufzubauen. Er nimmt dich halt so in den Arm und führt dich so an. Jungs, der Kerl ist in Ordnung. Er hat ein Microsoft-Handy. Du begrüßt dich halt mit den anderen. Sie winken schnell und prügeln halt weiter auf die Leute ein. Währenddessen steht ihr wahrscheinlich nur noch im Eingang von der Halle. Cool, ich hab die Chips. Was denn? Ja, nix. Ja, gut. Ja, schräges Szenario. Ja, ich hab gesagt, es wird schräg. Ich find das grundsätzlich geil, wenn das konkret ist. Ganz ehrlich. Ja. Ja, meine, kommt ja natürlich ein bisschen was von meinem Magie-Drunk anbieten. Also, im Endeffekt, im Moment haben sie nur ihn eingenommen. Hier steht es noch am Rand, aber ich habe es noch gar nicht bemerkt. Und er ist ja quasi schon in die Gruppe aufgenommen worden. Okay. Wird auch direkt eine Schaufel angeboten und gefragt, ob er nicht auch prügeln will. Schaufel gut und schön, aber ich habe mir den Waffenmod installiert. Ah, ein Modder. Ja, wenn du wieder so ein paar kleine Programme schreiben, ist doch auch ganz lustig. Kannst du Java? Java? Seit wann verwendet Microsoft Java? Das einzig wahre ist C-Sharp. Ja, aber Microsoft besteht aus Java. Du könntest unsere Welt hier verändern. Ein Programmierer. Ah. Das ist ganz viel wert. Ich kann mich gerne ein Programm in C-Sharp schreiben, das das Ganze in Java-Code und als Mod in Minecraft verwendet. Hat einer verstanden, was er redet?
kann kein Programmiersprache, aber er scheint ein Programmierer zu sein. Leute, das ist der Beginn des goldenen Zeitalters. Wir haben einen Programmierer unter uns. So zu reden ist gerade so. Noch trinken. Schluck. Ja. Gluck, gluck, noch ein Schluck. Gluck, gluck, ja. Ja, du stehst halt jetzt in dieser Gruppe, die umringen dich halt immer mehr und sind abgelenkt. Ja. Links holt sich halt ein bisschen aus, die spürt halt gerade ihre Wunde wieder. Ich komme zu dir, vorbeischleichen. Du gibst ihm halt, versuchst ihm halt, während sich die anderen nicht sehen, natürlich ein Zeichen zu geben, machst du bitte einen Glückswurf. Okay. Nicht runterschmeißen. 10, 18 und 19. Ja. Also du versuchst ihm, sie entdecken dich nicht, du versuchst ihm halt was mitzuteilen, dass er sich halt schleichen will. Er versteht es aber nicht hundertprozentig. Ja, aber ich kann gut schleichen. Er glaubt halt, du meinst, du wirst ihn mit Äpfel bewerfen. fängt dann an, Äpfel zu sammeln. Und du machst jetzt auch bitte nochmal einen Glückswurf. Ja, voll Glück, ja, super. Keiner. Du sammelst weiter Äpfel und machst dich bereit zum Werfen. Während du halt auch nicht siehst, dass er schon abwedelt und versucht jetzt Zeichen zu geben, dass du nicht Äpfel sammeln sollst. Aber du sammelst Äpfel. Leute, wollte ich euch mal kurz vorstellen. Da hinten ist meine Versorgungstruppe. Sie haben schon Äpfel gefarmt, wie man sieht. Ah, hey Doc, bring mal die Äpfel her! Währenddessen schießt, jetzt wirf es bitte einmal. Du schmeißt halt die Äpfel nach vorne. Dankeschön! Würfel? Würfel, ja. Boah, 2x13. 2x13, also du schießt halt Meilen an ihm vorbei und triffst halt auch einen von den, ja, von den Apple-Usern mitten im Gesicht. Die Microsoft-Fans lachen natürlich, weil Apple kriegt einen Apfel ins Gesicht, das ist natürlich lustig. Und die heißen dich auch willkommen in der Gruppe. Und ja. Hi guys. Zwischen seid ihr halt alle umringt, das ist ein Feuer gemacht worden, wo gerade Fleisch gegrillt wird. Sprit-Dreck-Gruppe ist eine gemütliche Truppe. Cool. Und ja, und sie unterhalten sich halt mit dir darüber zu programmieren oder versuchen dich dazu bringen, dass du was programmierst für die Gruppe. Und ja, es wird ein wenig ein bisschen spät. Durch mein Charisma versuche ich auf ein anderes Thema zu kommen. Machst du deinen Wurf? Wie zum Beispiel über das Sicherheitssystem oder über den Masterchef in Gold. Ja, machst du deinen Wurf? 11, 17 und 13. 3 Stück. Ja, 3 Stück, ja. ja, also es funktioniert zum Teil. Ja, diese goldene Figur da hinten. Uninteressant. Das ist ja weiter von Minecraft. Und Java. Die Figur da hinten, das ist. Wer sie nicht aus Gold hätte, wird die schon längst eingemottet. Mhm. Charisma, warum wir was haben dürfen? Dürfte sich mein Kollege, der ist nebenbei für seine Frau gern als Einkäufer für Schmuck tätig, sich dieses Schmuckstück aus Gold mal ansehen und die echte auch mitunter, der das schon wieder dran hat, zu überprüfen. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob ich ihn vertrauen kann. Er hat einen Apple-User mit einem Apfel beworfen. Ja, aber das. Auch Apple-User verraten sich teilweise untereinander. Ja, das ist ja Apple-User. Kann easy genug sein, die kaufen nicht jeden Scheiß. Ob diese Bruder. Machst du mir jetzt mit der Charisma los? Charisma. 10, 19, 18. 3 Stück. Oh Gott. Ja, es funktioniert. Ich die Würfel nicht, gell? Er glaubt dir einigermaßen und sagt, ja, schau dir das an. Aber Frankie, du gehst. Also er schickt einen von den Typen mit so einer Spitzhacke, geht halt mit. Und ihr steht halt jetzt vor der Figur. Die ist halt lebensgroß, so um 1,90 Meter ungefähr. Kannst ihn halt gut in die Augen gucken, ungefähr so. Und ja, der Typ neben dir, der ist halt so 1,60.